Moin, meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen hier bei unserer Reise in Smalllands, Survive the Wilds, mit mir und der Natzen. Hi Natzen. Hi Eschi, hi zusammen. Oh, ja. Oh, warte. Oh, der Himmel stumm. Wird dunkel. Warte, ja, noch ist keine Anzeige. Stumm. Ja, noch ist keine Anzeige, aber wenn sowas kommt, dann rechne ich immer damit, dass was kommt. Ja. So, auf jeden Fall wollen wir heute zum Händler gehen. Ja, warte, es wird Nacht, deswegen. Unser Pyrit einsammeln. Mhm. Verkaufen, nicht einsammeln. Hast du dann mit? Du warst doch jetzt im Baum. Warte, ich war nicht im Baum. Hä? Achso, nee, du warst nicht im Baum. Waren wir überhaupt da? Ach ja, wir waren doch da. Nee, waren wir nicht. Nee. Oder? Doch, ich hab's. 120 hab ich. Gut. Die Eulen hast du auch? Das weiß ich jetzt nicht, es liegt, die schlafen. Ja, ich schlafe schon. Frag mich immer dann, wenn ich im Bett liege, ey. Bist du wieder Abi? Ja. Nein. Ist so. Nein, der ist meistens schon am Pennen, wenn ich ins Bett gehe. ich habe 195 Eulen mit. Ja, guck mal. Also ich denke mal, das sind alle, die wir haben. Ja. Ups. Der Plan war ja eh, dass wir nur einen Teil kaufen. Da kann man ruhig mal klatschen, oder? Warte. Ja, ja, ja. Nee, ich habe hier gerade geklatscht. Nur einen Teil kaufen. Warum machst du sowas? Ich bin auch irgendwas draufgekommen. Also. Auf Kuh. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wollen wir ja nur einen Teil machen von den Rüstungen. Also, dass einer die Zutaten kauft und dann für den anderen mitbaut. Ja, haben wir so entschieden. Ja. Dann, weil ist uns zu teuer und macht sonst keinen richtig. Sinn. Richtig. Müssen wir ja noch mehr Pyrit sammeln und da hat keiner Lust drauf. Und ne? Vielleicht nimmt den einer mal in die Hand. Wen? Den Bauplan. Ach so. Damit du den auch freigeschaltet hast. Also, weiß ich ja nicht, ob das mit einfach in die Tasche stecken klappt. Das weiß ich auch. Oder angucken oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, wir nehmen auch direkt den Bauplan mal und händeln mal aus. Und ja, oh, Skorpion von links, rechts. Aber hat uns nicht gesehen. Das ist gut. Guter Mann. Hat weggeguckt. So, das war hier irgendwo runter, ne? Ja, irgendwo da am Wasser. Ja, hat uns mal auf der falschen Seite gesucht. Ja, Und ich weiß noch, wie mein Gedanke war. Wahrscheinlich hätten wir auf der anderen Seite runtergemacht. Dann haben wir es aber nicht gemacht. Und dann hat der das offline mal, offscreen mal gemacht, ohne mich. Ja, aber auf den Tipp von Manfred, ne? Und ich hatte recht. Ja. Und ich denke mal, ja, du musst nicht jeden Gedanken aussprechen. Aber den hätte ich aussprechen sollen. Wenn ja, wir weitergekommen. Wo war das denn jetzt? Ich komme die Kurve nicht. Ah! Hier bei der Tarantel. Ja. Gott, ich komme. Hier ist er doch. Ich habe ihn schon. Ich bin gerade auf ganz komische Sachen gekommen. Irgendeine Meldung war da gerade. Also, okay. Na gut, dann doch nicht. Und falls ihr wissen wollt, wie ich das gerade geöffnet habe, ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin auf irgendwas gekommen. Irgendeine Tastenkombi war das. So, mach mal, dein Boot knarzt ganz schön, Digga. Ey, ich kann nicht rein. Geh mal aufs Dach. Wie, du kannst nicht rein? Nee. Der hat mich immer aufs Dach geschickt. Du kommst nicht vorbei. So. Dann, wenn du das Angebot hast. So, also mal gucken. Oh. Boah, toll, ich krieg genau 10 Eulen zusammen. So ein Witz, oder? Ne, 15. Ja, ich habe aber auch nur 30, kriege ich für 120 Pyrit. Das ist schon erbärmlich eigentlich. Ne? Das ist es wirklich, ja. Aber ich habe hier doch jetzt noch voll viel Pyrit. Warum? Hä? Was habe ich getan? Ich habe nur noch 13. Und ja, aber ich habe hier ja noch Pyrit. Warum will er mir das denn jetzt nicht ab? Habe ich den Arm gemacht oder was? Oh, wahrscheinlich, ey. Hat nichts mehr. Ach so, nee, warte. Eulen? Doch, da geht noch was. Ey, das ist aber blöd gebaut hier, Leute. Ja, das ist jetzt auch ein bisschen kompliziert hier. Mann, das ist denn so doof. Ich weiß eigentlich mit meinem Handy, der vibriert hier die ganze Zeit wie bescheuert. Ich bin's nicht! Ich schreib dir nicht, ihr macht nichts. Also ich hab jetzt 300 Eulen. 300? 300 insgesamt, ja. Ja, das soll doch wohl reichen, oder? Also 105 Eulen haben wir jetzt hier verdient. Ich hab ja auch noch 90 hatte ich ja. Ich hab ja auch noch 15. Okay.
Ja, Bauplan, Lampenteppiche, Blumen, Ranken, Manten, das wollen wir alles nicht. Nee, den Plan müssen wir bei Sanak. Ja, ich weiß, bei Sanak. Ich wollte nur mal gucken, was der so hat. Aber das wollen wir nicht. Nee, wollen wir nicht. Ist zwar schön, Deko, aber dafür haue ich mir keinen Pyrit. Nee. Das muss schon mehr Sinn machen. Definitiv nicht. Das, genau. Tarantel. Tarantel. Boah, die war doch gerade noch nicht hier, oder? Doch. Gut, dass ich die nicht gesehen habe. Ich dachte erst, die bewacht den Eingang zum Händler. Ich habe sie Gott sei Dank nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil ich gerade diese Fuchtelei mit dieser Meldung hatte. Ja, das kann sein. Stumpf dran vorbeigelaufen. Ja, manchmal ganz gut so. Ja, manchmal ist nicht sehen besser als sehen. Ja. Das hier ist nicht unser Baum, oder? Nee. Weh, unser Baum? Da ist ein ganz schön großer Skorpion gerade an dir vorbeigelaufen. Ja, macht nichts. Ich dachte erst, der kommt gerade voll auf dich zu. Ja, zum Glück nicht. Hallo. Wo willst du hin? Ich komm zu dir. Gut. Ich wollte mich direkt durch nach Sanak. Ja, ist so gut. Ja. Dachte ich mir auch. Warte mal kurz. Kleinigkeit essen. Ah, hier ist Haus von die Spinne. Oh, okay, vielleicht hier kein Picknick machen. Nee. Haus von die Spinne, nix so gut. Nix gut, nix gut. It's no good for you. Gab's doch mal so einen Cartoon, wo ich noch Kind war. Is no good. Kennst du den? Das war der Kalifen-Kalif. Nee, kenn ich nicht. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur, das war lustig und da war irgend so ein intriganter Diener von irgendeinem Kalifen und der hieß Is no good. Mhm. Mhm. Ja. Aus heutiger Sicht ein bisschen rassistisch. Ist nur gut. So, weißt du, als Name ist nur gut. So, ja. Das ist genauso wie alle meine Aquamaler. Spiel gut. So, das ist aus heutiger Sicht ein bisschen rassistisch. Ja. Aber so war das damals. Das hat man uns so gezeigt. Ja, das ist so. Heute würde man das nicht mehr bringen, ne? Nee, ich denke auch nicht. Es war noch so Blackwashing damals mit dieser Aquamaler-Werbung. Da war ja eigentlich ein weißer Junge, den sie einfach irgendwelche Farbe ins Gesicht geschmiert haben. Ah. Und dann alle meine Aquamaler spiel gut. In den 90ern. So. Ja, ja. Echt? Hm? Und dann als Araber verkleidet, also mit so einer Wüstenkluft halt so, ne? Ah, und lief da mit dem Kamel durch die Wüste und suchte Wasser. Aber nicht um was zu trinken, sondern für seine Aquamaler. Also. Und dann hat er zum Schluss gesagt: Alle Maler Aquamaler, spiel gut. Okay. Das ist ganz schön heftig aus heutiger Sicht. Irgendwie schon, ja. Ja, ja. Unbedingt gucken, ob ich diese Werbung noch online finde irgendwo. Aber wahrscheinlich ist sie selbst da schon zensiert. Ey. Ja, garantiert. Wobei, die alte Dr. Oetker-Werbung aus den 50ern findet man ja da auch komplett. Ja? Ja. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Und am wichtigsten ist für ihn der heute Pudding. Heute wie früher, gut. Wo, was? Ey, hast du bei dir auch links über deinen Anzeigen deine Blaumeise? Wird die dir da auch angezeigt? Ja, schon seit dem Update, du. Fällt mir jetzt erst auf. Aber ein sehr schönes Foto genommen. Ja, wundervoll. Aber vielleicht sollten wir denen mal Namen geben. Kann man das? Bestimmt. Aber wieso? Ja, Blaumeise hört sich doch gut an. Ah, scheiße. Aber wenn alle Eschbirn heißen, ist das doch auch doof. Ja, das ist blöd. Das stimmt. Alle Blaumeise heißen. Du hast da Anhang. Ach nee, jetzt kommt er zu mir. Ah. Oh nee, jetzt hänge ich hier fest. Ah nein! Du hast Anhang. Geh weg, du. Nee, ich habe Vorhang. Der ist voll vor mir. Ich habe Vorhang. Jetzt ist er weg. Ich weiß es nicht. Ich habe immer noch Kampfmusik. Ja, bei mir war er rausgespawnt. Okay. Der ist dir hinterhergelaufen und dann hat er sich zu mir gedreht und kam zu mir. Ja, cool. Cooler Typ. Nee. Doch. Ich habe doch überhaupt nichts mit euch zu tun. So. Ich würde hier mal einen Spawnpunkt setzen. Ja, das ist weise. Ich weiß. Bin ja auch schon so alt, dass ich weise sein kann. Ja.
Ja. Hast du noch deine Weisheitszähne? Ja, alle vier. Ja, dann solltest du auf jeden Fall weise sein. Jetzt hat sie hier schon wieder alle Türen aufgelassen. Vorbei ist es mit der Weisheit, wa? Bad Boy, doch, was? Was? Was soll denn passieren, da die Käfer reinlaufen? Ja, gerade hier. Hier sind diese ganzen Staubsaugervertreter. Wo sind die eigentlich alle? Ja, die machen vielleicht die Wohnung. Ah, da sind sie. Da sind sie. Nee, die wollen dir nur was verkaufen. Aber wenn keiner zu Hause ist, können sie auch nichts verkaufen. Weißt du was, ich kenne den Spaß. Ich hatte mal so einen Kumpel, der fing dann an damit. Ja, und dann kam der bei mir vorbei, hat mir ein Fenster geputzt, um mir zu zeigen, wie toll sein komischer Windomat da läuft. Und das war's. Und ich denke, der putzt mir die Bude, weißt du? Ja, schade, ne? Wo bist du jetzt eigentlich, du? Ich warte hier am Loch. Ah, der Skorpion schon immer da vorne. Ich weiß nicht. Die bewegen sich immer so schnell, keine Ahnung. Ja, ich hau dem jetzt aber sowieso gleich weg. Ja? Ja, ich flieg zu Sanak. Kommst du mit oder was? Kommst du mit oder was? Oder was? Aber müssen wir da nicht einfach nur hier runterspringen und die Flügel benutzen? Ja, aber ich will direkt da in den Käfig reinfliegen. Okay. So der Plan. Ob es funktioniert, wir werden das erleben. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Da vorne. Ach so, ja dann. Pass auf deine Ausdauer auf. Ja, ja, du stürzt ja zum Glück nicht ab, wenn die leer ist. Wohl wahr. Siehst du? In eins durch hier. In eins durch. Ja. Flupp. Paar Mal Aufwind benutzt und schon geht das. Wird das jetzt dunkel oder was? Nein, wir sind nur nicht mehr da, wo das Tageslicht reinscheint. Wir sind hier in einer Höhle. Das war ja letztes Mal auch heller hier. Ach, kommt dir nur so vor. Ja, nein. Ja, vielleicht weil mies Wetter ist, keine Ahnung. Ja, kann auch sein. Mies Wetter hier. Ne, hier auch. Tja. Hier ist am Regnen und Sturm. Ach, ich bin wieder in Urlaub, aber schön. Ich dachte gerade, war die Tür hier schon immer zu? Nee, wir haben da mal geopfert und seitdem geht die immer wieder auf. Ah ja. Letztes Mal war ich nur vorgerannt, deswegen war die schon offen. Ah, ja, das kann sein. Mhm. Das klingt sehr logisch. Ei. Ist immer aufgefallen, immer wenn wir irgendein Spiel spielen, opfern wir irgendwas. Ah, Gott. Ja, du opferst. Ich wollte ja eigentlich voll gut rüberspringen. Nee, hier bei Green Hell gab's da auch diese Opferschalen. Ja, ja, das stimmt. So. Zeig mir, was du hast. Show me what you got. Okay. Das kostet 100 Eulen, das kostet 50 Eulen, das kostet 75 Eulen. Ja, dann würde ich mal sagen, kaufen wir nochmal den ganzen Spaß hier. Ja, kauf alles. Kauf alles. Kaufen, kaufen, kaufen. Auch ein Kaufland hier. So. Habe ich jetzt das schon erlernt oder? Nee, habe ich nicht aufgepasst, was da stand. Jetzt habe ich es fallen lassen. Nee, jetzt habe ich es. Oh, ich habe es freigeschaltet. Ach so. Okay, dann geht das nicht. Ich kann dir die Rolle leider nicht geben. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, ist ja nicht schlimm. Du kannst ja bauen. Hervorragender Köder. Ja, den brauchen wir nicht. Na, haben wir ich aber. Haben wir jetzt aber. Ja, schön. Habe ich halt aber gekauft. Wofür? Ja, für Skorpion, ne? Ach so. Hat uns doch auch... Ach so, ja, Köder dafür zu. Ich meine, war es die Rugeliro? Wer war das? Ich meine, jemand hatte mir auch geraten, dass wir uns die mal klar machen sollten. Ja, mach mal zwei klar, du. Ich mach dir lecker rein und du machst dir die selber klar. Ach, Mann. Oder mal Loren hier. Was soll denn das? Auf jeden Fall hatten wir einen Tipp bekommen, dass wir uns die klar machen sollten. Das wäre eigentlich gar nicht so blöd. Ja, können wir ja tun. Die hätten es wohl ganz schön drauf. Was brauchen wir denn jetzt alles so für die Rüstung? Ach, du fragst mich Sachen, hör mal. Ja, du guckst ja nicht nach, ey. Ich hab gedacht, das machen wir dann, wenn wir da sind. Oh, warte mal. Wo finde ich denn den Spaß? Bei Codex, ne? War das? Ne, bei Herstellung? Ne, bei Codex. Ja, Codex. Sanak. Gott, ganz unten. Steht da nicht. Sinn. Wie steht da nicht? Es steht nur, dass ich die Schriftrollen habe und was die kosten. Ach so. Super. Und was müssen wir damit jetzt machen? Ich schätze mal, das sehen wir an dem Ding, wo wir immer... Hä? Wo bauen wir unsere Klamotten?
Wo bauen wir in der Regel unsere Klamotten? Werkbank und so. Ja, dann müssen wir da gucken. Das heißt Holz sammeln. Ja, dann müssen wir zum Baum. Ja, wohl wahr. Was wir auf jeden Fall wahrscheinlich brauchen, ist ich wollte gerade sagen, ein Skorpion-Chitin, ne? Ja, wir hatten ja letztes Mal schon ein bisschen was gesammelt. Ja, aber ich glaube, das war bei Weitem nicht genug. Ich glaube, wir hatten nur so 3-4 Stück oder so, ne? Schon wieder die Viecher, ey. Das ist immer so anstrengend. Ich weiß, sie haben es auch voll in sich, ey. Ja, das ist halt ja. Ja, ich habe da auch keinen Spaß dran. Ja, komm. Mich dauernd vergiften zu lassen hier. Richtig. Guck mal, der blutet blau. Blaublütiger. So wie einer. Ja. Ey, du sollst rückwärts springen und nicht vorwärts. Au, jetzt hat er mich erwischt. Der erwischt mich schon die ganze Zeit. Ich bin ja dem voll im Visier. Oh, ich bin aber gleich tot. Au. Ich zieh mich mal kurz zurück. So, hab schon. Sehr schön. Fertig. Ja, öfter mal ausweichen hilft. Ach, ich hing da gerade so schön mit dem dran. Naja, war es gerade so schön am Tänzchen machen. Ne? Ja, da ist noch einer. Ja, warte, ich entgifte gerade noch. Na, entgifte du mal. Ich esse in der Zeit mal was. Ja, der mach mal. Er meckert hier schon, er hat Hunger, sagt er. Ja, ich hab gerade gegessen. So. Bumswallara. Da ist er ja. Hallo, Freund. Da hinten ist auch eine Spinne, vorsichtig. Lass den nach hier kommen. Warte, lock den mit deinem Pfeil und Bogen an. Lass den nicht da hinten hin, da ist eine Spinne. Deswegen gehe ich immer erst auf eine Anhöhe und guck mich um. Ach ja, was denn? Kann doch jeder. So, er kommt. Gut. Jetzt komm mal runter von deiner Anhöhe. Ja, ich bin doch da. Mein Gott, mache keinen Stress. Bis der hier ist, ey. Kann ich da oben noch ein Picknick machen? Meine Güte. Jetzt hat er es aber auch voll auf mich abgesehen. Ich habe hier nicht in den Popo geschossen. Das war der Spürn. Ja, er kommt ja auch schon. Er mag mich ja schon. Ich muss schon wieder hier mich heilen. Ah! Jetzt mag er mich hier. Jetzt mag er mich. Scheiße, ey. Er wischt mich immer. Oh, Mann! Weichen Sie aus, Junge. Hallo, ich brauche Ausdauer, warte kurz. Ich brauche Leben. Oh nein. So, oh Gott. Tot. Jetzt hamsterst du dir alles ein, ha? Ja. Ganz ruhig, das ist ja eh für uns beide. So, wo war der Aufgang? Warte. Da hinten in die Richtung, ne? Warte, ich bin auch mich am Verpflegen. Ja. Verpfleg dich mal, ich flieg mir auch mal ein bisschen. Na! Was war das denn jetzt? Weiß nicht. Was war's? Ist egal. Okay. Na dann. Wenn ich egal, dann ist egal. Ist egal. So. Ich habe mir übrigens letztens das komplette Lied, das allererste Mal in meinem Leben angehört. Ich kannte immer nur diese dieses Lied. Ja, das reicht doch schon. Das reichte schon, aber jetzt habe ich mir das erste Mal, also ich habe mir das auch nicht komplett angehört, so lange habe ich es nicht ausgehalten. Ich wollte gerade sagen, warum? Aber ein Teil davon, ja, weil ich mal wissen wollte, was das überhaupt für ein Scheiß ist. Ja. Und ich habe es bis zum ersten Refrain habe ich es ausgehalten, dann war es mir egal. Wie es weiterging, habe ich ausgemacht. Ja, das ist länger. Boah, das war echt krass, ja. Also ich war auch danach fix und fertig. Das glaube ich. Und das mache ich auch nie wieder. Das mache ich nie wieder. Nie wieder ein Wendler. Oh. Das ist aber auch eine Schmalzhacke. Der Wendler. Ja. Das ist er. So. Ein Schmalzgebäck. Schmalzgebäck. Boah, lecker Schmalzgebäck. Mm. Schmalzkuchen. Das ist kein Kuchen richtiger, ne? Du weißt, da nennt man bestimmten, ich glaube im Osten ist das, da nennt man diese kleinen, in Schmalz geschwenkten Teigstücke da, die nennt man da Schmalzkuchen.
Okay. Irgendwo im Osten habe ich die mal gekauft. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind falsch abgebogen. Ach, ja, weiß nicht. Alle Wege führen nach Rom, wir kommen schon an. Was ist denn da oben? Edric. Nee. Doch. Ach, da oben ist der Skorpion. Ach so. Ja, sag ich ja, da oben ist Edric. Du hast den Besuch angehalten. Ich weiß, ich hör's. Aber der hat mich nicht getroffen. Na, 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 na. Du doof. So. Ja, verlässt nämlich nicht seine Area. Nee. Da fällt mir ein. Ja. Da fällt mir ein. Ah. Da ist er ja. Da war doch noch jemand. Steht, meiner steht schon die ganze Zeit hier bei den Staubsaugervertretern. So, wo wollen wir jetzt, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen zum Bäumle, ne? Ja, jetzt müssen wir bauen, genau. Und Holz sammeln. Guck mal, ob wir Holz da in der Kiste irgendwo noch haben, das wir mitnehmen könnten. Ich schätze nicht. Nein. Und... Achso, da wollte ich mal ausprobieren, ob ich jetzt das Vieh streicheln kann. Und hier war auch noch eine. Und nein. Kannst immer noch nicht streicheln. Echt nicht? Nee, passiert nichts. Warte. Wenn er jetzt die Tür offen gelassen hat, ne? Alter! Ja, hab ich. Ich war doch noch gar nicht fertig. Warum? Ich wollte nur streicheln. Bei mir geht immer noch schön mit Herzchen. Nicht schön mit Herzchen? Ich hab dafür 9 und 0 belegt. Und das ist mir viel wichtiger als irgendwelche blöden Herze bei irgendeinem blöden Piepmatz. Ja, jetzt komm weiter zum Baum hier. Ich repariere mich hier erstmal. Ach, was. Völlig überbewertet. Ach du. Und gleich heult er wieder. Ich hab keine Sachen mehr zum Reparieren. Guck mal. Guck mal hier. Guck mal, was er da macht. Was macht er denn? Er repariert. Niemals. Braver Junge! Braver Junge! Er hat die Tür zugemacht heute. Ja, ja. Ja, ja. Wenn er kann, das kann er. Türen schließen kann er. Ja, ja. Wenn er es nur öfter machen würde. Ja, ja. Da mag ich ja Konen. Da werden die Türen einfach automatisch geschlossen. Ist meistens ziemlich praktisch, sowas dann, ne? Ich liebe jedwege Form von Automatismus. Ja. Wobei das auch nervig ist. Ich hatte in irgendeinem Game, hatte ich das auch mal. Jetzt fällt mir nur gerade nicht ein, welches das war. Und wenn du dann versucht hast... Ach nee, ich weiß, wo das war. Das war aber dieses automatische Türen schließen bei Ark. Und wenn du dann versucht hast, irgendwas da hinterher zu bringen, ne? Dauernd vor der Tür festgesteckt. Da war das ein bisschen blöd, ja. Das stimmt. Ja. Ja. Das ist richtig. Das war nicht so ganz cool umgesetzt. Wird auch gleich schon wieder dunkel, würde ich sagen. Ich sehe. Ich sehe. Dann können wir uns hier direkt beim Ranger nochmal aufs Ohr hauen. Jo. Aber nicht so doll. Oh. Ein paar Backpfeifen geht schon. Ja, gut. Na gut. Das kriegen wir hin, du. Schelle links, Schelle rechts. Ring, ring. Ich backpfeife dich wohl. Ich backpfeife dich. Komm, lass mal Stunde aufs Ohr hauen. So, was ist denn jetzt hier? Schon wir kommen nur nicht vorwärts hier. Mir kommt der Weg gerade auch elend lang vor. Ja, ehrlich, ey. Das letzte Stück so. Echt, voll schrecklich. So, gleich muss ich erstmal die Pfeife pfeifen. Was? Die Pfeife pfeifen. Ich habe Fragen, aber ich will sie nicht stellen. Na, den Vogel holen. Ach so. Ja, das reicht am nächsten Morgen. Ey, ja. Dann können die besser zielen, wenn sie uns abfeuern. Ah ja, okay. Das ist Argument. Ne, ich denke auch, immer an alle, auch an die Feinde. Ja, ja, ist schon richtig. Man soll ja auch immer, ne? Nächstenliebe und denken. So. Mhm. Ja, ja. Haut ruf! Sag mal, was ist denn bei der Blaumeise diese lila Anzeige? Das Level. Ach so. Oder das Level-Status. Ach so. Was hat er denn? Er wäre fast der Spinne in die Arme gelaufen. Ach, da ist eine Spinne? Okay. Danke für die Warnung. Ach ja, da ist sie. Ich würde behaupten, mittlerweile mit grünen Augen. Wo ist denn der Ranger? Ich will jetzt nicht in ihre Hunderte von Augen gucken.
Nee, nee, lass mal. Irgendwie, ich leuchte jetzt auch grün, alles schön. Irgendwie finde ich den Granger nie. Ich habe. Wo ist der? Ja, hier. Du läufst doch eigentlich quasi hin. Ich weiß gar nicht, du musst dich doch nur an diesem Auto orientieren. Ja. Vor dem Auto. Ich habe nur immer das Problem, wenn ich von der anderen Seite komme, dass ich immer zur falschen Seite vom Auto fliege. Ah. Aber jetzt ja, so. Ja, irgendwann ist ja immer. So, komm, lass pennen. Ja, ja. Ach, guck mal, mit Nachtlicht. Ja, süß. Ja. Ja. Oh, besser. Sturm. Na, toll. Na komm, machen wir dem Granger seine Hütte unordentlich. Nee, können wir ja nicht. Wir können hier mit nichts interagieren. Nee, das ist auch immer irgendwie blöd. Ich kann höchstens meinen Müll hier rauswerfen, aber ich habe gerade keinen. Achso, wir könnten mal frästigen. Oh, ja, das ist ein Plan. Ein leckerer Knoblauchpudding. Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding. Knoblauch am Morgen, Leute, das vertreibt alle eure Verehrer auf jeden Fall. Ja, Kummer, Sorgen und nervige Verehrer. Alles. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch dann in der nächsten Folge weiter, weil bis der Sturm vorbei ist, ist wahrscheinlich eine halbe Stunde rum. Ja, möglich. Der hat dann noch nicht mal angefangen, richtig. Nö. Ich hasse das. Ja, gut, Leute, dann haben wir auf jeden Fall jetzt die Rüstung freigeschaltet. Und das ist jetzt auch schon mal das Wichtigste. Wir hatten also genug Geld zusammen und machen uns dann in der nächsten Folge auf und werden mal gucken, was wir an Holzkohle noch da haben und was wir schon herstellen können. Ansonsten heißt es wieder sammeln, sammeln, sammeln. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Spaß heute dran hattet. Und wenn ja, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben für die Videos und abonniert auch gerne unsere Kanäle. Da werdet ihr nicht verpassen, wie es hier weitergeht. Was machst du? Ach, es ist egal. Kommentiert uns auch gerne was. Kommentiert uns auch gerne was unter unsere Videos. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Ciao, ciao. So, mit dem Sturm.